Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Panini FIFA 365 Draft Challenge Video. Wir haben 11 Stickertütchen am Start. Die Sticker habe ich schon etwas länger nicht geöffnet und wieso sind die Sticker-Packs hier so ein bisschen größer? Okay, das ist so ein kleines Fail-Pack. Beziehungsweise ich habe hier sogar 3 davon mit so einem weißen Rand. Davon lassen wir uns aber nicht aufhalten. Wir haben 11 Packs am Start und wir werden aus jedem Pack einen Spieler bestimmen. Und dann haben wir am Ende 11 Spieler, eine Aufstellung und ihr bewertet das Team, also quasi eine Panini FIFA Draft Challenge. So kann man es nennen, eine FIFA 365 Draft Challenge in dem Sinne. Heute entscheidet nicht der Würfel, Siri entscheidet nicht, sondern ich entscheide. Ich entscheide aus jedem Pack einen Spieler, bastel den ins Team ein. Und ja, wenn ihr Bock habt, Panini-Sticker zu sammeln, Panini-Fußballkarten oder auch alles andere von Dragon Ball bis hin zu One Piece, könnt ihr unten in der Beschreibung den Link auschecken. Der führt euch nämlich zum Panini-Online-Shop. Und wir gehen rein und starten mit einem schönen Sticker. Kevin De Bruyne, würde ich mal sagen, macht man jetzt nicht so viel falsch. El Charavi. Ja, komm, das war ein leichtes Spiel für mich. Kevin De Bruyne, ich werde den Sticker jetzt hier nicht in der Mitte knicken, dass man nur De Bruyne erkennt, sondern ich entscheide mich hier für De Bruyne. Ich will die Sticker nicht kaputt machen, deswegen ich hoffe, das könnt ihr verstehen, weil die FIFA 365 Sticker sind ja meistens in, ja sogar hier, es gibt ja natürlich die Trio-Sticker, Mo Salah, Gunduzi, ja, da nehme ich jetzt keinen James Rodriguez mit, auch wenn der ein epischer Spieler damals war und dann ist er dick geworden. Mo Salah stelle ich auf dem rechten Flügel. Philipp, Sergio Gomez, Vinicius Junior, Rodrigo. Tchouaméni, Valverde. Ja, das ist auch eigentlich ja nicht ganz klar, weil Valverde ist ein super zentraler Mittelfeldspieler. Ich nehme aber Vinicius Junior mit auf den linken Flügel. Und der Start läuft überragend. Überragend. Bloß langsam könnten wir auch in der Abwehr was machen. D'Ambrosio. Jetzt haben wir nämlich das Problem. Ich nehme Matteo Darmian mit als Rechtsverteidiger. Das ist jetzt die erste Position, wo ich sage, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Das ist ein schöner Sticker. Boah, Fonsi de Ligt, Neuer. Ich nehme Fonsi mit als Linksverteidiger. Ich habe auch hier überlegt, Heung-min im Sturm wäre auch top gewesen. Aber ich glaube, Linksverteidiger ist nochmal deutlich schwieriger zu bekommen als ein Stürmer. Was meint er? Ich nehme Lever mit. Robert Lewandowski. Ob ich das am Ende bereue, werden wir später sehen. Weil auch die Torhüterposition ist eigentlich ja, schon ein bisschen schwieriger zu besetzen. Und ein Glück kommt direkt hier nach Handanovic. Und dann nehme ich ihn jetzt mit. Weil dann habe ich diese Position auch gesaved. Das heißt, uns fehlen noch 2 Innenverteidiger und 2 zentrale Mittelfeldspieler. 4 Packs sind noch da. Und bis jetzt ein super Team. Ich nehme Jeremy Pino mit im Zentralen. Da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig hier. Bitte nicht reintrollen. Die letzten Packs hinten raus. Bitte nochmal was Geiles. Milan Skriniar, Innenverteidiger 1 gesichert. James Milner, zentral. Und jetzt muss ein Innenverteidiger kommen. Bitte. Ja. Ja, Pepe. Pepe als hinten, ne? Als Ausraster hinten drin. Das ist doch ein super Team. Also ich bin sehr, sehr, wirklich sehr zufrieden.
Wir haben vorne drin im Sturm Lewandowski, wir haben rechts einen Salah, wir haben links einen Vinicius, dahinter einen De Bruyne, einen Jeremy Pino und einen James Milner. Hinten links Fonty Davis, Innenverteidigung Skriniar und Pepe, zwei richtige Brocken. Rechts Matteo Darmian und im Tor Samir Handanovic. Und jetzt seid ihr an der Reihe, dieses Team zu bewerten von 0 bis 10 Punkten. In den Kommentaren lasst ein Like da, wenn ihr die FIFA 365 Sticker selber sammeln wollt. Unten in der Beschreibung ist der Link. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Unboxing hier wieder auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.